Hallo und herzlich willkommen zu deiner persönlichen Einführung in Mozilla Hubs. Aufgrund von eher außergewöhnlichen Umständen findet das Theatertreffen dieses Jahr auch an einem eher außergewöhnlichen Ort statt. Doch auch dieses Jahr sind wir sehr daran bemüht, Ihnen ein Erlebnis zu bieten, das Ihnen auch lange im Gedächtnis bleiben wird. Teile dieses Festivals finden in Mozilla Hubs statt. Und wenn Sie dieses Video sehen, sind die Chancen hoch, dass Sie vorher vielleicht noch nie mit Mozilla Hubs in Berührung gekommen sind. Und falls Sie doch schon Erfahrungen in Mozilla Hub sammeln konnten, hier ist eine kleine Übersichtskarte, die zeigt, wann hier welches Thema besprochen wird und Sie somit Teile überspringen können, die Sie schon wissen. Und falls das hier tatsächlich Ihre erste Begegnung mit Mozilla Hub sein sollte, ist überhaupt kein Problem. Schließlich bin ich ja da, um ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Wir fangen auch ganz von vorne an. Wie bewegt man sich? Wie kommuniziert man mit anderen? Was kann man sonst noch in Mozilla Hubs alles machen? Und noch ein paar nützliche Tipps und Tricks, wie Sie das Beste aus Ihrer Erfahrung machen können. Wenn Sie den richtigen Links gefolgt sind, dürfte Ihre erste Berührung mit Mozilla Hubs circa so ausschauen wie hier. Wir haben hier eine kleine 3D-Szene im Hintergrund, ein Viereck in der Mitte, das sagt Magnolie oder Burgerbude oder je nachdem, welchen Raum Sie auch betreten. Und einen kleinen Knopf darunter, der Join Room heißt. Es gibt auch noch zwei weitere Knöpfe, aber dieser Knopf ist nur wichtig, wenn Sie eine Virtual Reality Brille besitzen und dieser Knopf nur wichtig, wenn Sie die ganze Sache nur beobachten, statt teilhaben möchten. In den meisten Fällen wollen wir aber sofort ins Geschehen reinhüpfen und deswegen drücken wir Join Room. Und sofort wird die Sache auch persönlich, wir werden gleich mal nach unserem Namen gefragt. Ein wichtiger Teil dieser Veranstaltung ist natürlich auch das Kennenlernen, das Austauschen von Informationen vielleicht, das Networking, einfach ein wenig sozialisieren und einander kennenlernen. Aus diesem Grund legen wir wärmstens ans Herz, den Klarnamen zu verwenden. Also als Displayname nehmen wir den Vorname und Nachname. Wir sind es ja seit knapp einem Jahr nur mehr gewohnt, mit unseren kleinen eigenen Robotern zu sprechen und unsere Bildschirme reinzuschauen und eigentlich nur mit Kameras zu kommunizieren, statt mit echten Menschen. Deswegen haben wir uns noch etwas Spezielles ausgedacht, und zwar geben wir jedem von euch ein eigenes Gesicht. Man kann hier eine gewisse Vorauswahl treffen an Avataren, die wir zur Verfügung stellen. Dazu drücken wir auf Change Avatar und können hier aus etlichen verschiedenen Variationen von Avataren auswählen. Ich suche mir einfach irgendeinen aus, TT Avatar 02, und auch obwohl wir jetzt nichts sehen, können wir sicher sein, dass es auch funktioniert. Gegebenenfalls den Namen checken, ob der noch aktuell ist. Sind wir mit der Auswahl der Avatare nicht zufrieden, machen wir schnell einen neuen Tab auf und gehen auf readyplayer.me. Readyplayer.me. Eine super hübsche Seite mit einem super hübschen Knopf. Create Avatar. Da klicken wir drauf, wählen Half-Body Virtual Reality aus und haben gleich mal einige Optionen, von denen wir auswählen können. Wie wir jetzt gerade sehen, gibt es einige Möglichkeiten, wie wir unseren Avatar kreieren können. Aber ganz gleich, welche dieser Auswahlmöglichkeiten wir wählen, wir landen immer auf diesem Bildschirm hier. Ja, so, ich habe mir jetzt auch schnell einen Avatar erstellt. Der sieht circa so aus, schön belichtet. Ich drücke hier einfach auf Copy Address. Damit ist diese Adresse in meiner Zwischenablage gespeichert. Ich gehe zurück hier in mein Avatar-Auswahlmenü. Rechts oben Avatar GLB URL und Steuerung V hier reinlegen. Und wenn wir jetzt Apply klicken, sollte es funktionieren. Ich bleibe aber beim alten ausgewählten Avatar. So. Nochmal den Namen checken. Vorname. Nachname. Und wir betreten den Raum. Akzeptieren. Gerade eben, man sieht es nicht, fragt mich aber mein Browser schon, ob Mozilla Hubs auf mein Mikrofon zugreifen darf. Das sieht bei jedem Browser etwas anders aus. Und wenn wir schon mal von Browser sprechen, möchten wir es nur kurz erwähnt haben, dass die beste Erfahrung in Mozilla Hubs man definitiv mit entweder Google Chrome oder Mozilla Firefox hat. Apple-Endgeräte mit Safari oder Opera laufen ab und an Gefahr, dass gewisse Probleme auftreten. Sollte irgendwann mal etwas gar nicht funktionieren, einfach versuchen, die ganze Sache auf Google Chrome oder Mozilla Firefox nochmal aufzumachen. Aber ich erlaube jetzt einfach meinem Browser, auf mein Mikrofon zuzugreifen, zulassen und jetzt haben wir ein ganz, ganz wichtiges Fenster hier. Das hier sind unsere Audioeinstellungen. Gerade eben werden wir gefragt, welches Mikrofon wir denn eigentlich verwenden möchten. Und hier hake ich auch nochmal ganz schnell ein und möchte auf die Wichtigkeit dieser Einstellung hinweisen. Nachdem es in Mozilla Hubs möglich ist, per Mikrofon mit anderen Besucher und Besucherinnen zu kommunizieren, hat jeder ein besseres Erlebnis, wenn sich jeder einzelne Besucher und Besucherin wirklich Gedanken über die eigene Mikrofonauswahl macht.
Wir kennen das ja von Videokonferenzen. Wenn 15, 20, 25 Personen in einer Videokonferenz zusammensitzen und da ist nur eine einzige Person dabei, die vielleicht keinen Kopfhörer angesteckt hat oder kein Mikrofon verwendet und das Audio des Laptops speist sich wieder über das Mikrofon zurück in das System und dadurch auch in das Meeting hinein, hat auf einmal keiner mehr eine gute Zeit. Dieses Problem kann umgangen werden, wenn man ein Headset verwendet. Das ist auch unser Tipp Nummer 1. Bitte ein Headset verwenden. In meinem Fall habe ich ein Mikrofon angeschlossen, habe meine Kopfhörer auf, ich wähle aus, tada, und drücke auf Enter Room. Unten sehe ich auch nochmal eine visuelle Repräsentation von meinem Mikrofon. Wenn ich hier draufklicke, hört mich niemand mehr. Und wenn ich wieder draufklicke, bin ich wieder für alle zu hören. Bevor wir uns jetzt aber noch nur irgendwie bewegen in diesem Raum, gehen wir einfach mal kurz das Interface durch. Was sehen wir hier? Gerade eben kurz besprochen, unser Mikrofonknopf. Mit der Taste M auf der Tastatur können wir übrigens auch unser Mikrofon ein- und ausschalten. Rechts daneben ein Chatfenster. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir, was alles passiert, wer alles was gesagt hat und können selber auch reden. Hallo Berlin. Abschicken. Das, was hier steht, beziehungsweise hier links unten steht, sieht jeder im Raum. Private Nachrichten sind nicht möglich. Wenn man wissen möchte, wer alles im Raum ist, drücken wir auf People. Nun wird uns jeder angezeigt, der sich gerade eben in diesem Raum befindet. Manche haben sogar einen roten Stern neben sich. Diese Person wäre ihr Ansprechpartner für gewisse technische Fragen oder wenn es Probleme im Raum gibt. Rechts unten noch einige Einstellungsmöglichkeiten und links daneben können wir den Raum verlassen. Nun, wie bewegen wir uns jetzt eigentlich? Werfen wir einen Blick auf unsere Tastatur. Wir bewegen uns mit entweder WASD oder den Pfeiltasten auf der Tastatur. Wir bewegen uns nach vorne, wenn wir W drücken oder die Pfeiltaste nach vorne. Nach links, wenn wir A drücken oder die Pfeiltaste nach links. Nach hinten, wenn wir S drücken oder die Pfeiltaste nach hinten. Nach rechts, da drücken wir D oder die Pfeiltaste nach rechts. W, A, S, D oder vorwärts, links, rückwärts, rechts. Jetzt ist Gehen aber auch nur die halbe Miete. Wie schauen wir uns um? Mit den Tasten Q und E. Q, um sich nach links zu drehen. E, um sich nach rechts zu drehen. Eine weitaus praktischere Möglichkeit wäre aber die Verwendung der Maus. Das hier ist mein Mauscursor. Wenn wir hier nur herumfahren, sehen wir, es tut sich nichts. Drücken wir aber die linke Maustaste und fahren dann herum, sehen wir, dass sich der Charakter umsieht. Kombinieren wir das jetzt mit unserer neu erlernten Steuerung, WASD oder den Pfeiltasten, können wir uns in diesem Raum bewegen. Jetzt, wo wir wissen, wie wir uns bewegen, und hierfür stelle ich mich unter diesen hübschen Magnolienbaum, wollen wir natürlich auch wissen, wie wir mit anderen kommunizieren. Wenn es um die Kommunikation geht, simuliert Mozilla Hubs in einem gewissen Maß das echte Leben nach. Was bedeutet das? Wenn wir uns dafür entschieden haben, mit anderen Besuchern und Besucherinnen per Mikrofon zu kommunizieren, sollte man immer im Hinterkopf haben, dass man sich besser versteht, wenn man näher aneinander steht. Mir zum Beispiel werde ich wahrscheinlich relativ leise zu hören sein. Aber je näher ich komme, desto lauter bin ich. Und irgendwann stehen wir uns bevor und können perfekt miteinander kommunizieren. Sobald ich wieder einen Schritt zurück mache oder auf die Seite, bekommt man mit, dass ich immer und immer leiser werde. Bye! Also hat man jemanden gefunden, mit dem man sich gern unterhalten möchte, sucht man sich einfach ein ruhiges Eckchen und hat so seine Privatsphäre. Und im Prinzip wissen wir jetzt eigentlich alles, was es über Mozilla Hubs zu wissen gibt. Das Einzige, was auf unserer Agenda noch steht, ist eigentlich Spaß haben. Oh, nein, da haben wir noch was. Das hier ist ein Roomboard. Was macht ein Roomboard? Schlaue Köpfe haben sich Gedanken gemacht, wie sie immer den Überblick behalten, wer wo ist. Ist eine Person, die sie unbedingt treffen wollen in einem anderen Raum, aber sie wissen nicht in welchem, kann man hier nachschauen. Alle diese 5 Räume sind identisch. Überall steht hier eine Burgerbude, eine Terrasse, ein Plakat, ein paar Füchse hinten im Eck, ein Baum. Aber nachdem pro Raum maximal 25 Besucher und Besucherinnen Platz haben, teilt sich das meistens auf mehrere Räume auf und somit behält man immer schön die Übersicht. Und hier können wir sehen, wer wo ist. Zum Beispiel in Garten Magnolia gerade eben befindet sich jemand namens Vorname und Nachname. Und wenn wir uns richtig erinnern, dann sind dieser junge, gut aussehende Herr wir. Vorname, Nachname. Also, falls man jemanden vermisst, einmal aufs Roomboard schauen und den richtigen Raum auswählen.
Wir wollen zum Beispiel einmal in den Garten Hase, weil Mr. Hase dort drinnen ist. Wir fahren mit unserer Maus über dieses Bild hier unten, drücken auf Visit Room. Zack, und das kommt uns schon wieder bekannt vor. Viereck mit Join Room. Wir stellen sicher, dass unsere Audioeinstellungen korrekt sind. Wir verwenden ein Headset, damit wir für alle anderen und sich selbst ein schönes Erlebnis sicherstellen. Drücken auf Enter Room und sind wieder in unserer gewohnten Umgebung. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen entspannten und spannenden Aufenthalt in Mozilla Hubs. Und natürlich auch ein schönes Theatertreffen.